Weißt du, wie spät das ist? 12 Uhr. Ich glaube, ich spinne, Mann. Wenn ich dir sage, um 8 Uhr kommst du nach Hause, dann kommst du um 8 Uhr nach Hause. Und wenn ich dir das in dein Gesicht reinhauen muss, hast du mich verstanden? Hau ab! Stopp! Das ist Lars Mechler vom Verein Wellenbrecher und er hat die Rolle des bösen Vaters nur gespielt. Ich bin heute beim Anti-Gewalt-Training der 7. Klasse im Gymnasium am Turmhof und will erfahren, was man tun kann, wenn man zu Hause Gewalt erlebt. Die Schüler klären erstmal, was ist überhaupt Gewalt und was ist keine. Lars gibt ein Beispiel. Die 12-jährige Tochter kommt aus Versehen zu spät nach Hause und bekommt richtig Ärger. Ist das, was die Eltern jetzt als Reaktion zeigen, so richtig einen Anschiss verpassen, mit anschreien und sagen, hey, man kann dir nicht vertrauen, was stimmt mit dir nicht, und dann eine Woche Hausarrest. Ist das eurer Meinung nach Gewalt von den Eltern gegen das Mädchen? Die Mehrheit findet, das ist keine Gewalt. Diese vier Mädchen sind anderer Meinung. Wieso findet ihr denn, hat das Kind in dieser Situation Gewalt erfahren? Das ist für ein Kind, finde ich, besonders schlimm, zu sagen, von den Eltern gesagt zu bekommen, wir vertrauen dir nicht mehr, das ist überhaupt nicht in Ordnung, was geht mit dir eigentlich falsch? Ein Kind zu verletzen seelisch, finde ich viel schlimmer, als es körperlich zu verletzen, weil das Kind das wirklich in Erinnerung behält und das macht einen innerlich ziemlich kaputt. Also findet ihr, dass Gewalt auch gar nicht immer nur auf körperlicher Ebene stattfindet? Also ich finde, dass man viel länger daran denkt, wenn man irgendwie angeschrien wurde oder, sag ich mal, irgendein Wort gesagt wurde, was einen stark verletzt hat. Und ich finde, das verletzt einen mehr als, sag ich mal, eine Wunde. Beim zweiten Beispiel geht es um drei Brüder, die ihr Zimmer unter Wasser gesetzt haben. Die Eltern flippen völlig aus. Boah, seid ihr bescheuert? Und es kommt noch schlimmer. Bam! Und schlägt ihn mit voller Wucht auf den Hintern. Aber so, dass es richtig knallt. In diesem Fall ist die Klasse sich einig. Also ich glaube, das ist Gewalt, weil sie wurden ja handgreiflich gegenüber den Kindern und das sollte man ja auch gar nicht erst. Es geht bei dem Gedankenspiel aber auch gar nicht um richtig oder falsch. Denn Gewalt kann für jeden etwas anderes bedeuten. Was ist denn für dich eigentlich Gewalt? Ja, also Gewalt ist in dem Sinne vieles. Also ja, ich finde, Gewalt ist, wenn man mit Absicht jemand anderem wehtut. Also auch durch Worte oder auch durch, sag ich mal, Schlagen oder so. Wenn man sich denkt, den will ich jetzt verletzen, egal wie. Bei mir würde es beim Schlagen noch anfangen, bei Handgreiflichkeit, weil damit kann man einem ja schon sehr wehtun, je nachdem, wie heftig der Schlag ist. Wenn ja, Eltern zum Beispiel sagen, dass die Kinder nerven, das tut ja auch im Herzen irgendwie teilweise weh. Es gibt ja sexuelle Gewalt und halt Gewalt, was jetzt zum Beispiel halt körperliche Gewalt. Ich finde, Gewalt ist halt, wenn man jemanden zum Beispiel auch anfasst oder schlägt, obwohl er es gar nicht will. Schon allein hier in der Klasse sieht man, es gibt ganz viele unterschiedliche Definitionen und Arten von Gewalt. Wichtig ist das Bauchgefühl. Also das Gefühl in mir, das ist nicht richtig. Und es fühlt sich nicht gut an. Selbst wenn ich gar nicht genau weiß, wer ist jetzt im Recht. Also, ich merke, ich fühle mich nicht gut und es geht mir einfach schlecht damit. Und in dem Moment ist, glaube ich, gar nicht wichtig, ist es Gewalt oder ist es keine Gewalt, sondern fühle ich mich in Ordnung damit oder fühle ich mich nicht in Ordnung damit. Egal in welcher Form, Gewalt gegen Kinder ist in Deutschland verboten. Denn um glücklich aufzuwachsen, brauchen Kinder unter anderem viel Liebe, ein sicheres Zuhause und Zeit zum Spielen. Kinder sollen keine Angst vor irgendeiner Form von Gewalt haben müssen. Leider gibt es Eltern, die sich nicht daran halten. Manche sind mit ihrem Leben überfordert und schnell gereizt. Andere sind vielleicht krank und brauchen Hilfe. Egal, warum Eltern ihren Kindern Gewalt antun, es ist niemals okay. Jedes Kind in Deutschland hat das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Das steht sogar in unserem Grundgesetz. Wenn sich Eltern nicht daran halten, dann hat jedes Kind das Recht, sich Hilfe zu holen. Einer, der weiß, dass das nicht immer einfach ist, ist Felix. Er hat in seiner Kindheit viel Gewalt erlebt und wird uns heute davon erzählen. Ich treffe Felix in Mannheim, wo er heute lebt und studiert. Hi, ich bin Jana. Hallo, ich bin der Felix. Als Felix klein war, haben sich seine Eltern getrennt. Seiner Mutter ging es damals nicht gut. Sie war psychisch krank und konnte sich nicht um Felix kümmern. Mit 5 musste er dann zu seinem Vater ziehen. Was hast du denn in der Zeit bei deinem Vater erlebt? Körperliche Gewalt, mit Gegenständen geschlagen, mit
gezwickt, an den Haaren gezogen, mit der Hand geschlagen. Das war natürlich schlimm, aber was ich auch sehr schlimm fand, war verbale, also wörtliche Gewalt, Beleidigungen. Was soll man dagegen machen? Das ist ja das Problem. Man ist praktisch ohnmächtig, man ist dem ausgeliefert. Was soll ein 10-jähriger Junge gegen einen erwachsenen Mann machen? Hat keine Chance. In welchen Situationen ist dein Vater so ausgerastet? Wenn er überfordert war mit etwas oder wenn er einfach wütend war wegen Kleinigkeiten, Nichtigkeiten. Ich glaube, das war seine Art. Irgendein Problem ist entstanden und ich war schuld. Ob das Problem auf mich zurückzuführen ist oder nicht, war egal. Du bist schuld, das ist, oder du bist der Blitzableiter. Es gibt keinen Grund dafür. Da sollte man auch, glaube ich, gar keinen suchen. Hast du gedacht, das ist normal? Man merkt, dass man anders ist als die Klassenkameraden. Wenn man nicht ständig nicht zur Schule erscheint, wenn man zu spät erscheint, wenn man seine Sachen nicht unterschrieben hat, nicht sortiert bekommen hat, wenn man kein Pausenbrot morgens hat, man merkt, die Vernachlässigung merkt man schneller. Das Schlagen, ja, ich glaube schon, man instinktiv weiß man, dass es nicht okay ist. Haben das denn Leute von außerhalb mitbekommen, was da passiert ist bei euch? Ja, das haben viele mitbekommen. Also meine Nachbarn, muss ich sagen, die haben das eindeutig mitbekommen. Das war ja auch relativ laut und das hat man auch gesehen. Wir hatten öfters Gäste, die haben das auch mitbekommen. Die haben das auf alle Fälle mitbekommen. Ich bin der Meinung, auch teilweise die Lehrer hätten das eher mitbekommen müssen oder hätten, vor allem die Grundschullehrer hätten früher eingreifen müssen, aber weiß ich nicht, was da dazu geführt hat. Ich will meine Lehrerin wahrscheinlich auch nicht allzu viel Vorwürfe machen, aber doch, das hätten einige sehen müssen und auch eingreifen müssen auf alle Fälle. Bei Felix haben viele Erwachsene wohl einfach weggeschaut. Dabei gibt es in Deutschland Jugendämter, die man informieren kann und die helfen müssen, wenn Eltern gewalttätig werden. Felix ist mit 14 von zu Hause abgehauen, weil er es bei seinem Vater nicht mehr länger aushielt. Danach lebte er im Kinderheim. Würdest du sagen, dass die Flucht von deinem Papa weg deine Rettung war? Auf alle Fälle, ja. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht weiter ausgehalten, aber es ging mir dann auch viel, viel besser. Und ich weiß nicht, ob ich heute da wäre, wo ich bin, wenn ich nicht diese Flucht angetreten hätte. Wie war dann die Zeit im Heim für dich? Erstmal eine Erleichterung. Es gibt jemanden, der immer da ist als Ansprechpartner. Man kann mit jemandem seine Probleme besprechen. Und man hat auf einmal die Probleme, die man eigentlich als Kind, Jugendlicher haben sollte. Irgendwas ist doof gelaufen in der Schule, jemand hat sich doof verhalten. Man hat nicht mehr die Probleme, ja, schlägt er mich nicht. Hattest du dann noch Kontakt zu deinem Papa? Nein. Das habe ich für mich persönlich entschieden, aber auch war auch die richtige Entscheidung. Das ging nicht und das hat mir auch sehr gut getan, erstmal absolut Abstand davon zu halten. Für Felix war das Heim die letzte Möglichkeit. So weit muss es in den meisten Fällen aber gar nicht kommen. Es ist wichtig, dass Kinder, wie ich damals war, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Und dass es jedem passieren kann, dass man Hilfe bekommt, wenn man Hilfe sucht. Aber man muss dafür wissen, dass es erstmal Hilfe gibt. Und dafür ist es eine super Gelegenheit, dass wir darüber reden. Zurück bei den Schülern in Mechernich. Sie haben recherchiert, wie Kinder und Jugendliche in solchen Fällen Hilfe bekommen können. Hier einige ihrer Tipps. Sprecht mit einem Erwachsenen, den ihr mögt und dem ihr vertraut. Das kann zum Beispiel ein Lehrer sein, Eltern von Freunden oder eine Sporttrainerin. Es gibt auch verschiedene kostenlose Notfallnummern, die ihr anrufen könnt. Zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. Der KiKa und die Diakonie haben gemeinsam einen E-Mail-Kummerkasten eingerichtet. Unter diakonie-emailberatung.de könnt ihr den Beratern dort schreiben. Wenn ihr noch mal in Ruhe nachlesen möchtet, wo ihr Hilfe bekommt, dann besucht uns auf www.9,5.de. Da findet ihr noch mal alle Hilfsangebote und alle Rufnummern. Tschüss und bis nächste Woche.